bis morgen. Tschüss. Oh, sorry, ey. Wo waren wir stehen geblieben? Sie lag draußen vor der Tür. Hi. Was für ein Sackgesicht, ey. Krass. Meine Alte kassiert Stütze, trotz Minijob, und ich soll hier eine Riesenstrafe zahlen. Ich hab das Geld nicht. Das soll die Alte vom Amt regeln. Ich hab das Geld nicht, ich hab keine Kohle. Ich muss mal kurz telefonieren. Ja klar, Mama. Ja, hallo, hier ist Jay. Ich hab hier Post vom Gericht bekommen. Na ja, genau, ich dachte, sie regeln das. Ist mir doch wurscht, die Alte kriegt nichts von mir. Die versorgt es doch eh nur. Oh doch, ich glaube, die säuft auch, wo sie schwanger ist. Ey, aber ich zahle nicht 1600 Euro Strafe, ich hab das Geld nicht. Wie Knast? Ich hab doch gesagt, ich hab das Geld nicht. Nee, hab ich nicht. Ich glaube, ich gehe mal schiffen. Ich hab mich darauf verlassen, dass Sie das regeln, also regeln Sie das gefälligst. Bist du jetzt abgehauen, ohne zu bezahlen? Oh, geil. Ehre, danke. Danke, Dank. Aber nichts Mutti sagen. Auf gar keinen Fall. Na, die Helpe kann dir nicht so viel davon, ne? Leon macht gleich schön Bubu und Papa guckt in Ruhe Champions League. Was gibst du ihm da? Apropos Unterhalt. Das ist fürs Amt und das ist für mich. Jetzt sollen Sie die Kasse mal ruhig prüfen. Oh Gott, Vorsicht, Vorsicht! Oh, fuck! Ja, was geht denn da draußen ab? Jungs, ich muss mir das mal angucken, was da draußen abgeht. Kommt mal mit. So. Jetzt will ich es aber auch wissen. Was ist das denn?
Na jedenfalls, wenn der Kevin Glück hat, dann kriegt er auch noch eine Jugendstrafe. Da muss er halt irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Drogentests machen oder Sozialstunden leisten und solche Geschichten. Ne? Aber ich hatte da auch noch mit seinem Anwalt neulich gesprochen und da haben wir eine Idee entwickelt, wie wir das vielleicht sogar noch ganz anders drehen können. Müssen wir mal gucken. Mhm. Ja, ich bin nur froh, dass meine so brav sind. Gerade der Steven ist ein richtig kluger Kerl. Mhm. Aber ich sagte ja, Kevin, der ist auch irgendwie drollig. Ne? Was meinst du, was er mir geschenkt hat, ne? Als ich ihm erzählt habe, dass ich mit dem Anwalt da am Sprechenden über das vielleicht machen können? Guck mal, ich habe mir das Handy hier mitgebracht, aber... Hä? Das ist genau das Gleiche, was Heinz hat. Hm. Also, wir haben jetzt Straftaten gegen das Gewaltschutzgesetz. Was? Trunkenheit am Steuer, Diebstahl, Sachbeschädigung. Überfall, geplanter Amoklauf. Das ist eine Menge, was für Sie zusammenkommt. Was haben Sie sich denn dabei gedacht? Was? Ich? Keine Ahnung. Nochmal ganz was anderes. Sie haben doch diesen Pachtgarten, ne? Der auf Ihren Namen läuft. Ja, ja, den hab ich, aber... Kennen Sie den? Ich war jetzt in der Gartenlaube. Da ist alles weg. Die Bullen haben alles abgesperrt und mitgenommen. Die Figuren sind alle weg. Was ist da los? Herr Hauptkommissar, Das Handy ist wieder online. Das aus dem Amoklauf? Jo. Und? Wir haben den Standort. Männer, Zugriff vorbereiten. Starten erstmal einen Testanruf. Ich bin mal gespannt, wer da rangeht. Da ruft da gleich einer an. Hallo?